Moin Leute, bin gerade auf dem Weg zur Jacobs University in Bremen. Da findet heute so ein Wettbewerb statt, Jacobs Startup Competition. Da hole ich jetzt das Team von Study Smarter ab. Die Jungs kommen aus München und haben mir gesagt, dass ein Viertel aller Studenten, die sich für ein Studium einschreiben, das Ding gar nicht zum Abschluss bringen. Und da haben sie die Lösung, dass viel mehr Studenten das Ding zum Abschluss bringen. Seit Januar sind die Jungs jetzt online damit, haben schon über 3000 User. Axel Springer hat investiert, findet das auch ziemlich erfolgsversprechend. Und ich denke, das könnte das nächste große Ding werden. Servus! Moin! Servus, Simon. André! Moin! Servus! Moin, André! Wie geht's dir? Ja, servus! Ne? Ja, servus, genau! Super machst du das! Du hast doch noch gar nichts gesehen von meinen Fahrkünsten. Nee, ich sage, wie du Servus sagst. Achso. Das wirkt ja nichts, ja. Also, sehr gut. Deine Fahrkünste sind also so oder so. Ich dachte, du lobst mich gerade hier für die ersten 20 Meter fahren. Nee, ich bin nervös. Vorgestern eine Stunde Schlaf, heute waren es schon so 6. Das war ja geil, was du erzählt hast. Die Luftmatratze war platt und dann bist du um 3 Uhr erstmal wandern gegangen. Genau, dann habe ich erstmal ein Sofa gesucht. Ja, leider aber keins gefunden. Kein großes. Es war eine harte Nacht. Ja, und seid ihr ready jetzt für heute? Habt ihr euch jetzt noch ein bisschen vorbereitet? Ja, wir haben ja den Pitch schon öfters gemacht. Und, ja, das war ja gestern schon gut auf jeden Fall. Ja, genau, jetzt läuft es eigentlich. Was heißt das denn jetzt hier? Ja. Links oder geradeaus? Ja, keine Ahnung, besonders von wegen LKW können wir nicht rennen. Woher sollen sich denn zwei Münchner in Bremen Nord auskennen? Ja, und ihr meint, ein Viertel aller Studenten, die kommen gar nicht zum Abschluss bei so einem Studium, ne? Genau, das ist ein Riesenproblem. Also die brechen ab. Du kennst 100% auch Studenten, die abgebrochen haben. Vielleicht war es zu stressig. Haben sie einfach das Pensum nicht gepackt. Und klar, das ist... Ja. Habt ihr auch abgebrochen? Und könnt jetzt mit eurer Lösung das Studium noch beenden? Ich bin noch im Master. Studiere aber eher so nebenbei, sage ich mal. Also so halb abgebrochen, okay, reicht mir schon. Ja, ich habe nicht abgebrochen, aber ich bin auch bei der einen oder anderen Prüfung durchgefallen. Und ganz ehrlich, das hätte vielleicht nicht sein müssen, oder? Ihr habt jetzt beide euer Studium pausiert. Pausiert nicht. Ja, kann man doch so sagen, oder? Ja, Urlaubssemester. Ihr verlangsamt das. Urlaubssemester. Genau, verlangsamt. Das ist gut, naja, gut. Ihr zieht es halt jetzt für die Sache nicht so straff durch. Warum ist es euch das wert, dass... das jetzt langsamer angehen zu lassen und Study Smarter jetzt Vollgas zu geben? Also wir haben bis jetzt ja 3000 Nutzer circa und wir sehen einfach eine überwältigende Resonanz. Also die Leute schreiben uns, wir kriegen hier jeden Tag Mails, hey, danke für die Software, die hat mir wirklich geholfen. Die Leute haben bessere Noten dadurch. Ja. Da kriegen wir jeden Tag Nachrichten. Also das Feedback ist einfach top, deswegen wissen wir, dass wir da auf einem richtigen Weg sind. Also das ist kein Bullshit, sondern das hilft halt wirklich. Ja. Das ist schon inspirierend, auch wenn man jetzt zum Beispiel selbst in die Bibliothek geht mal und dann schaut man und dann sieht man, hey, der vor mir lernt tatsächlich mit Study Smarter. Ja. Ich höre raus, es kommt für euch gar nicht in Frage, jetzt irgendwo 9-to-5 zu arbeiten. Nee, überhaupt nicht. Also bei mir ist es so, ich habe davor auch schon bei Startups gearbeitet wie Navis oder Konux, was du die kennst. Und ich mag einfach auch dieses Startup-Leben total gern. Du triffst dich abends, wir haben eine Dartscheibe im Büro, wo ich Till auch dann gerne mal fertig mache. Das ist halt einfach top. Das kannst du bei einem 9-to-5-Job nicht machen. Ja. Ihr habt eine Dartscheibe im Büro. Das ist wäre für mich ein Riesenargument, bei euch anzufangen. Ja, kommst auf jeden vorbei. Fall. Ein witziges Ding noch, was wir gemacht haben bei uns an der Uni, da gibt es so eine Art Mailing-System. Wir haben auf einen Schlag 15.000 Mails an die ganzen TU-Studenten rausgeschickt und das war auch ganz witzig. Wie habt ihr denn Zugriff auf das Mailing-System? Da gibt es so ein TUM-Online-System. Das heißt, genauso wie Mark Zuckerberg, da hat er doch auch am Anfang so eine kleine Lücke haben wir ausgenutzt. Da gibt es so ein Campus-Online-System und dann gibt es da eine Vollversammlung und da hat man die Möglichkeit, eine E-Mail an alle Teilnehmer zu senden einer Fakultät. Also bei mir wäre es zum Beispiel TUM School of Management, bei ihm war es Maschinenbau, beim Till war es Informatik. Und das habt ihr alle zusammengeworfen? Und dann haben wir eine E-Mail an alle Teilnehmer geschickt. Natürlich ist die Funktion nicht für sowas gedacht. Gab es da Ärger? Bisschen Ärger gab es, aber man muss wirklich sagen, also wir hatten glaube ich so 5 bis 6 Mails, wo sich Studenten beschwert haben, aber wirklich 70, 80 Mails, die es richtig geil fanden, die gesagt haben, hey, was ist das? Ist ja richtig cool.
Und deswegen, das hat uns dann auch wieder bestärkt. Am selben Tag haben sich so 500 Leute oder so angemeldet. Ja, genau. 500? Ja, genau. Also 15.000 rausgehauen, 500 melden sich an in 24 Stunden. Ja, ein bisschen mehr, ja. Das ist 600. Das ist sehr gut. Ja, das war super Quote und klar. Und das war dann euer Anfang. So seid ihr gestartet? Nee, das war eine Woche nach dem Start. Wir sind gestartet mit zwei Marketingaktionen, mit so zwei kleinen Verständen, mit ein paar Sponsoren an der LMU und an der TU, wo wir einfach Free Giveaways hatten. Free Hugs, hätte ich auch machen Free können, Hugs, oder? Ja. Free Hugs hätten keiner will uns umarmen, das wäre das Problem. Achso, hätte nicht funktioniert. Super meine. Idee, hätte ich glaube, wir müssen das mal testen. Ja. Das wird dann rausgeschnitten, oder? Ja, ich muss noch mal gucken, was ich nach. Ich habe da immer so eine zittrige Hand beim Schneiden. Ja. Was dann da so reinkommt. Oh mein Gott, ich bin schon gespannt. Nein, ich habe euch ja gesagt, der Müll wird hier rausgeschnitten, das bleibt nicht drin. Nee, top. Nee. Das ist übrigens der schöne Wald in Bremen-Nord, das ist der Knobspark. Oh, sehr, cool. Sehr beliebt zum Joggen und so weiter. Mhm. Da lasse ich euch hier auch noch mal so ein bisschen was von Bremer Landschaft und Kultur zeigen. Ja. Dafür ist das Startup Taxi ja auch gut. Ne? Wir waren ja schon an der Visa, das ist ja auch so. Oh, das ist schon. Ja. Das ist tatsächlich aber da schon kein ein bisschen. Mensch. Ich habe das Gefühl, hier ist auch gar kein Mensch irgendwie auf den Straßen. Du bist ja nur der Backend-Entwickler. Ja, nur? Nein, nun! nun! Sorry, du bist ja. Ja, nur ist du, schon richtig. Ja, Simon, du hast mich schon richtig. Und du bist nur der Backend-Entwickler. Das hast du schon richtig verstanden. Genau, ja? Genau. Wie fühlt man sich da, wenn man nur der Backend-Entwickler ist? Ja, stell dir vor, du bist ein Mensch. Backend wäre so quasi dein Gehirn. Was? Also, ja, du kannst dir überlegen, ist das jetzt wichtig, nicht so wichtig? Ja. Ich finde es eigentlich schon ganz wichtig und jetzt, ist, ich das ganz jetzt hast du dich aber richtig getroffen gefühlt, wenn du mir das so erklärst mit dem Gehirn. Nein, nein, ja. Also, du bist ja jetzt der Backend-Entwickler, sage ich jetzt, ohne nur und nun, ja? Ohne. Das ist richtig, ja. Ohne nur und nun. Genau. Du bist so der Backend-Entwickler. Wenn, als ihr online gegangen seid, das ist doch bestimmt ein krasses Gefühl, oder? Wenn du, wie viele Monate habt ihr vorher entwickelt? In dem Jahr. Wann habt ihr angefangen? Wir haben das seit April dran entwickelt und klar, wir hatten auch einen Prototyp vorher, aber da hast du natürlich nur ein paar Nutzer, ja. Dann hast du jetzt auf einmal hier 100, 200 Nutzer und ganz ehrlich, das stresst sich schon auch ein bisschen, also weil du musst ja immer, das muss ja alles laufen. Wenn da irgendwas abstürzen würde oder so, dann wäre es ja deine Schuld. Maurice, du bist später dazugekommen, genau, ne? Genau, ich bin später dazugekommen. Ihr wart zu dritt vorher dabei? Genau. Da habt ihr bestimmt, wie entscheidet ihr sowas, ob noch jemand dazukommt? Und habt ihr dann entschieden, okay, Maurice, das ist ein guter, den nehmen wir dazu. Auch bestimmt schwierig, wenn du vielleicht mehrere Leute im Kopf hast und dann auch vielleicht irgendwie jemanden erst Hoffnung machst und das dann doch wieder zurücknimmst. Ich weiß nicht, ob das so ähnlich war. Nee, auf jeden ich Fall. Ich habe auf der Straße gesehen und dann haben die gesagt, Liebe auf den ersten Blick. Typ. Nee, es ist wirklich gut. So, es ist nicht leicht. Also wir haben schon ziemlich früh haben wir gesehen, okay, wir brauchen aber noch jemanden, der wirklich Marketing und Sales richtig drauf hat. Das war immer eine Kompetenz im Team, die gefehlt hat. Ist er dann erstmal wieder zurückgegangen zu euch? Genau. Hat euch erzählt, hier, ich habe da Maurice kennengelernt. Genau. Wir haben uns das dann auch angeschaut. Und habt ihr ihn dann alle mal eingeladen? Ja, ja, klar. Wie war das? Seid ihr zum Essen gegangen oder bist du da? Ja, genau. Nee, wir haben uns, ehrlich gesagt, zum Kaffee trinken getroffen an der Uni. Und dann habe ich schon von Weitem gesehen, geht gar nicht. War ich mir schon überlegt, jetzt umdrehen oder nicht. Dann dachte ich mir, okay, ich muss doch mal. Ja. Nee, und dann eins zum anderen, das hat eigentlich ganz gut gepasst, vor allem persönlich ist da nochmal einiges wichtiger als das Fachliche, glaube ich. Und ja, now we are a happy family. Genau. Und habt ihr dann am Kaffeetisch gesagt, bist dabei oder habt ihr euch nochmal zurückgezogen? Es waren dann noch zwei, drei Dinge, aber das war einfach, Maurice war damit Abstand der beste Bewerber und vor allem, es hat auch persönlich halt echt top gepasst. Also ihr habt euch mit mehreren zum Kaffee treffen. Genau. Also Kaffeekränzchen. Genau. Echt? Ja, Verräter. Klar, ich meine, du musst das ernsthaft sehen, also da geht es um so viel. Ja, deshalb frage ich ja so nach. Und du siehst dann jeden Tag, jedes Wochenende, wenn es nicht passt, dann hast du echt die falsche Entscheidung getroffen. Ja, das kann auch wirklich weitreichend und gravierend sein dann. Aber du brauchst bei sowas halt auch Glück. Ich, ganz ehrlich, man kann da tausendmal sich den Kopf zerbrechen, aber wenn du ein gutes Gefühl hast, dann wird es normalerweise schon passen. Ja, und dann macht man es einfach. Habt ihr dann auch einen Vertrag gemacht?
Genau, genau. Also das Ding war, wir haben halt dann gesagt, ja, hey, wir machen das. Das Wochenende drauf, also ein paar Tage später war Maurice dann sofort dabei. Also es war wirklich zack, zack. Habt ihr eine GmbH? Und genau, wir haben eine UG. Eine UG, ach so. Genau. Ja gut, da habt ihr auch einen UG-Vertrag. Den hattet ihr auch vorher schon. Genau, den hatten wir vorher schon, klar. Und dann habt ihr einen Vertrag erweitert. Genau. Genau. Das ist eigentlich das Standard-Ding. Ja, du hast gerade Axel Springer angesprochen. Der gute Axel hat bei euch investiert, ne? Der gute Axel, ja. Also die waren bei euch überzeugt. Eigentlich hätte ja Uli Hoeneß bei euch investieren müssen, aber jetzt war es der Axel. Ja, ja. Gut. Sei es drum. Habt ihr euch gefreut, als Axel gesagt hat, ich bin dabei? Dass du dann da reinkommst, ist schon Hammer. Also im Endeffekt nehmen die dann 6 Startups, geben dir 25.000 Euro für 5% und du hast aber eine super Betreuung, krasses Netzwerk dahinter. Selbst wenn du so ein Accelerator-Programm zum Beispiel mitmachst, sagen wir mal, du bist jetzt da in Berlin, dann hast du vielleicht am Tag mal einen Workshop, irgendwie eine Stunde lang, an manchen Tagen auch gar nichts. Und der Rest, der fließt ja trotzdem genauso ins Produkt. Also die Zeit, die du investierst, du entwickelst es weiter. Aber dieses ganze Netzwerk, das ist extrem entscheidend. Also du brauchst natürlich Geld, klar. Solche Leute, die ihr da jetzt kennenlernt. Genau, und das kommt eben so über solche Programme. Deswegen würde ich das auf jeden Fall empfehlen, sich um sowas zu kümmern. Es müssen jetzt nicht 5 Programme sein, aber dass man da bei einem dabei ist, ist schon echt viel wert. Dass wir uns jetzt zum Beispiel kennengelernt haben, weiß ich nicht, kann gut oder schlecht sein für euch. Ja, wahrscheinlich leider schlecht, genau. Deshalb, aber vielleicht lernt ihr noch ein paar gute Leute kennen heute. Dann hat sich das für euch gelohnt. Hier 150 Euro Mind für die Taxifahrt oder was, das Preisgeld ist schon halb weg. Ja, das ist, ich habe das Taxameter heute leider nicht dabei, aber es sind ungefähr 150 Euro Fahrtpreis. Ja, so aus dem Bauch. Ja, ich habe das mal überschlagen. Ich habe das mal kurz überschlagen. Das müssen ungefähr 150 Euro pro Person sein. Ja. Nächstes Mal wieder zu Fuß. Quittungsblock habe ich auch zu Hause vergessen, aber das können wir dann eben einfach hier auf dem Parkplatz abwickeln, oder? Okay. Ja, Leute, jetzt wart ihr im Startup-Taxi. Was sagst du? Such an honor. Finden wir geil, oder was? Geil. Das ist auch cool, Mann. Ein bisschen geil ist schon, oder? Bisschen geil ist schon. Ja. Okay. Super Karre auch. Ist das dein normales Auto? Ja, ja. Perfekt. Okay, Leute, wir sind raus. Top. Bam!